Alles klar. Ja, dann auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Das funktioniert ja gerade schon mal richtig gut. Genau. Ja, mein Name ist Maximilian Schmitz. Ich möchte euch heute etwas zu dem Arbeiten in Docker-Containern über ja in einer Dev-Umgebung und einer Pod-Umgebung erzählen. Erst nochmal, wer die Public Plane jetzt nicht kennt, ein paar Worte dazu. Ja, die Public Plane möchte also der Experte für die Digitalisierung der Verwaltung und ein zuverlässiger Partner im E-Government sein und setzt dabei einen starken Schwerpunkt auf Open-Source-basierte Softwarelösungen. Wir haben für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, was ja bis zum Ende dieses Jahres erfüllt sein muss, ein relativ großes Lösungsportfolio, was über Online-Portale geht, basierend auf Drupal. Wir haben eine Online-Terminbuchung, die wir mit dem Symfony Framework selber geschrieben haben, ein Formularmanagement, was sich aus verschiedenen anderen ja, Open Source Komponenten zusammensetzt. Kommunikationslösungen bieten wir noch an, beispielsweise unseren GovChat auf Basis der Open Source Software RocketChat und noch diverse andere Services. Dann zu meiner Person. Ich bin jetzt aktuell 31 Jahre alt, habe vor über 10 Jahren ja, meinen Start in die IT-Landschaft mit einer Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung begonnen. Nach der Ausbildung bin ich dann nochmal ja, an die Uni gegangen, habe an der Ruhr-Uni Bochum IT-Sicherheit und später an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen Informatik studiert. Bin dann zwischenzeitlich zur Public Plane gewechselt, nachdem ich als Werkstudent erstmal in meinem Ausbildungsbetrieb weitergearbeitet hatte. Bin da also jetzt seit gut 3,5 Jahren und seit Oktober 21 eben im DevOps-Team, was wir bei uns intern ja, gegründet haben. Ja, dann zum eigentlichen Thema. Docker-Container in Dev und in Pod. Und es stand ja schon in der Meeting-Ankündigung, write once, run everywhere. Und das soll auch im Endeffekt das Ziel von ja, unserem oder von meinem Vortrag heute sein, dass ich einmal zeige, wie genau das Ganze denn funktioniert. Erstmal generell die Frage, warum setzen wir überhaupt Container ein? Und ne, ich werde jetzt während des Vortrags zum Teil von Docker sprechen. Das ist halt eine Container-Engine, mit denen, die man verwenden kann. Warum setzen wir Container ein? Grundsätzlich erstmal, Container sind ja eine gekapselte Umgebung, mit der ich arbeiten kann. Und ein Container bringt eben alles mit, was für die jeweilige Aufgabe, die damit erfüllt werden soll, benötigt wird. Eben genau dieses Prinzip, write once, run everywhere. Ich baue einmal mein Image und kann das in verschiedensten ja, Systemen laufen lassen. Ich kann das auf meinem Entwicklerrechner laufen lassen. Ich kann das ja, auf dem Server laufen lassen. Einfach bei mir. Da ist ein schwarzer Balken im Bild, sehe ich gerade. Ja, ich sehe es gerade in der Vorschau, aber da ist nichts hinter. Okay. So, jetzt, genau. Also ich kann meinen Container also auf dem Entwicklerrechner laufen lassen. Ich kann ihn auf den Server packen. Ich kann ihn in einen Cluster packen. Ich kann damit tun, was auch immer ich möchte, denn ja, ich bringe, wie gesagt, immer alles direkt in diesem Container mit und damit umgehe ich auch ein ganz großes Problem, was so in der, ich nenne es mal klassischen Softwareentwicklung ja so auftritt, dieses Works on my Machine Problem wird damit größtenteils umgangen, weil eben immer die gleiche Laufzeitumgebung vorhanden ist oder sagen wir mal fast immer. Auf diese Unterschiede, da kommen wir gleich noch zu. Zusätzlich habe ich mit den Containern ebenfalls noch einen schnellen Einstieg in die Entwicklung. Über Docker oder generell über diese Containerisierung sind halt im Internet sehr, sehr viele Wissensressourcen verfügbar. Oder wenn man lieber Bücher liest, gibt es auch da einige von. Und aber auch, wenn ein neuer Kollege, eine neue Kollegin ins Entwicklungsteam mit reinkommt, können diese Leute eben sofort loslegen, ohne sich jetzt noch großartig ja, irgendwelche Server bei sich aufzusetzen, irgendwelche Interpreter bei sich hinzusetzen, wie auch immer. Sondern es ist halt alles da, es muss nur einmal die Container-Runtime hochgezogen werden und dann kann man quasi sofort loslegen mit dem Arbeiten. So, dann ist jetzt allerdings auch bezogen auf ja, den Titel von diesem Meetup. Reicht denn wirklich immer nur ein Container für alle Fälle? Und das ist so eine Frage, die kann man eigentlich ganz klar mit Nein beantworten. Wir haben da mehrere Probleme. Und zwar Problem 1, externe Abhängigkeiten, eine Datenbank, ein Mail-Server, wie auch immer. Die können sich deutlich unterscheiden, je nachdem, in welcher Umgebung ich unterwegs bin.
Zweites Problem wäre, eine Dev-Umgebung, in der ich unterwegs bin, die ist auf gar keinen Fall gleich einer Prod-Umgebung. Soll heißen, ich habe in meiner Dev-Umgebung Dev-Tools mit drin. Beispielsweise, wenn ich mir Symfony angucke, dann habe ich da ja so einen Web-Profiler mit drin, der mir, wenn ich weiß, an welcher Stelle ich da klicken muss, schon sehr detaillierte Informationen über die Internas der Anwendung vorgibt. Das will ich in der Prod-Umgebung gar nicht haben. Da kommt dann irgendjemand und macht da Blödsinn mit. Das will ich auch nicht haben. Drittes Problem, ich kann da gegebenenfalls Tools in dem Container noch mit drin haben, in der Dev-Variante, die ich da zwingend benötige, aber in der Prod-Umgebung gar nicht haben will. Beispielsweise ein Compiler, der mir Sass in CSS umsetzt. So, und dafür gibt es verschiedene Lösungen, die man da ansetzen kann. Lösung 1 für das Problem Nummer 1 wäre, die Anwendung muss von außen konfigurierbar sein. Das heißt, ich muss die Möglichkeit haben, ja, beispielsweise URLs, beispielsweise Hostnames von anderen Services, die ich ansprechen möchte. Oder meinetwegen auch diverse andere Konfigurationsparameter dieser Anwendung, die ich in den Container gepackt habe, von außen mit dazugeben können. Ja, also die Anwendung muss von außen konfigurierbar sein. Und Lösung 2 für das Problem Nummer 2 und 3, was ich gerade genannt hatte. Wir entwickeln, bauen und liefern Container aus, oder liefern unterschiedliche Container aus, die aber voneinander abhängig sind. So, und wie man das genau macht, das würde ich jetzt ganz gerne einmal in einem Hands-on zeigen. Ich habe mir dazu von React eine der Demo-Anwendungen, diesen BMI-Rechner, den es online gibt, habe ich mir rausgesucht, einfach damit ich einfach mal eine voll funktionsfähige Anwendung habe. Und habe da drumherum dann nämlich einen Docker-Container gebaut und habe die Anwendung auch zusätzlich noch befähigt, eben ja Konfigurationen über das Environment entgegenzunehmen. So, und genau das würde ich euch dann ganz gerne einmal zeigen. Und zwar fange ich an, ich bin hier in dem Docker-File, was ich dafür gebaut habe. So, das würde ich jetzt ganz gerne einfach mal von oben nach unten mit euch durchgehen. Und wer schon mal so einen Docker-File gesehen hat, der sollte sich da ganz grob schon drin zurechtfinden. Ich mache das Ganze hier an der Stelle mit einem sogenannten Multistage-Docker-Build. Das bedeutet, ich habe zwei verschiedene From-Direktiven hier mit drin, von denen ich das Ganze ableite. Also das heißt, ich baue quasi zwei Container über einen Docker-File zusammen. Und das löst nämlich schon ganz viele der Probleme, die ich da habe. Jetzt habe ich hier oben noch ein Build-Argument Arch mitgegeben. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich dann, wenn ich das hier nämlich dem Containernamen prefixe, die Möglichkeit habe, das beim Bauen tatsächlich mitzugeben. Und an der Stelle kann ich dann eben beispielsweise auf dem M1 Mac, den ich hier habe, was ja eine ARM-Architektur ist auf Prozessorebene, kann ich den dann auf der für eine andere Architektur bei mir lokal bauen und dann beispielsweise so direkt an Docker Hub pushen, auch wenn ich das gar nicht in der CI baue oder so. Das heißt, da umgehe ich das Problem schon mal. So, jetzt habe ich hier eine gehobene Hand und eine Frage dazwischen. Ich war das. Hallo Gunnar, hier aus Mecklenburg. Ich habe eine Frage mit den zwei Containern in einem Docker-File. Was ist da der Schlüsselsatz? Ist das einfach, dass da zweimal from steht und alles, was unter from steht, macht eben einen Container? Oder wie ist das hier getrennt quasi logisch? Genau, also wir haben die Möglichkeit, das zeige ich auch gleich nochmal, wir haben ja hier diesen Containern, die da mit drin sind, mit dem S-Schlüsselwort hier hinten dran einen Namen gegeben. Das heißt, ich habe hier oben von Zeile 2 bis Zeile 22 hier unten runter den Container namens Builder und hier unten drunter dann von 25 bis zum Ende den Container namens Runner. Ach so, also from as ist quasi die Klammer. Genau, das ist im Endeffekt. Aha, okay. Also jedes Mal, wenn ich ein neues from mit in einen Docker-File mit reinsetze, dann starte ich im Endeffekt ja ein Bild von Anfang an nochmal aus. So. Würde ich jetzt erstmal bei dem Bilder-Container anfangen. Das soll tatsächlich dann unser Container sein, mit dem ich auch in der Dev-Umgebung arbeiten kann. Das heißt, da kann ich meine Anwendung reinwerfen, habe alle Dev-Tools, die ich wirklich benötige und
kann dann damit auch konkret arbeiten. Ich würde das jetzt nochmal komplett von oben durchgehen. Und zwar beginne ich hier direkt erstmal, mir mein Workdir zu setzen. Das soll in dem Fall App sein. Ist für den Node-Container an der Stelle eigentlich eher irrelevant, weil der letztliche Dev-Server, der da drin gestartet wird, ja, dem ist es egal, in welchem Verzeichnis er unterwegs ist. Dann passe ich mir hier noch die Path-Shell-Variable an, weil React eben einige ja, ausführbare Dateien bzw. Skripte mitbringt, die für die Entwicklung einfach benötigt werden. Da setze ich mir den .bin-Ordner, den ich in meinen Node-Modules mit drin habe, damit rein. Weil ich hier an der Stelle noch etwas nachinstalliere, definiere ich mir auch noch ein Debian-Frontend. Das ist einfach eine Endvariable, damit apt bzw. dpkg nicht ganz so viel Theater macht. So, dann haben wir hier einen Entry-Point, ein Entry-Point-Skript, welches nochmal ja verschiedene Dinge tut. Das zeige ich gleich auch nochmal kurz. Da geht es an der Stelle darum, das könnte ich prinzipiell auch direkt hier unten im Entry Point selber mit reinschreiben. Da wird es dann allerdings relativ schnell sehr unübersichtlich, wenn ich da versuche, mehrere Dinge im Endeffekt mit reinzuschreiben. Das Skript muss ich natürlich noch ausführbar machen. Nächster Schritt an der Stelle ist dann, dass ich mir mein komplettes Projektverzeichnis, was ich habe, dazu auch nochmal, wenn ich mir hier mal meine Baumstruktur von dem Projekt angucke. Ich habe alle Projektdateien unter einem Ordner Project. Das hat einfach dann den Vorteil, ich kann gekapselt diesen kompletten Ordner in meinen Container reinziehen, ohne dass ich mir die ganzen anderen Dinge, die ich quasi so als ja Verwaltungsoverhead, sage ich mal, also meine Docker Compose Files, meine Readmes, was auch immer hier sonst noch so mit rumliegt, dass ich die nicht in den Container kopieren muss. Es gibt zwar auch die Möglichkeit, sowas mit Docker-Ignore dann rauszulassen, das ist allerdings relativ fehleranfällig, wenn man die noch an einer anderen Stelle braucht. Da bietet sich's einfach eher an, die kompletten Projektdateien in einen Ordner zu packen und die an der Stelle dann ja mit rüberzuziehen. So, jetzt gibt's noch mal einen Trick hier mit dem Copy, und zwar gibt es hier dieses chown-flag. Was ich dann direkt mit anwenden kann, dem kann ich einen Usernamen mitgeben, der in dem Container existiert. Und dann wird er direkt beim Kopieren ja diesen chown mit ausführen. Jetzt kann man sehen, okay, hier in Zeile 15 unten drunter mache ich das Ganze nochmal. Das mache ich aus dem Grund, weil Node da gerne in das komplette Verzeichnis selber nochmal reinschreiben möchte. Und das wird dann von dem chown nicht mitgenommen. Aber wenn ich hier ein chown mit einem minus R machen würde, also rekursiv da nochmal über alles drüber laufen, hätte ich eine wesentlich längere Bauzeit, weil der da doch relativ langsam ist, um das Ganze entsprechend ja damit reinzusetzen. Wenn ich das Ganze dann in meinen Container reingesetzt habe, dann wechsle ich einmal auf den User Node, weil ich will ja nicht als Root in dem Container arbeiten, installiere mir dann meine ganzen Abhängigkeiten, die ich habe, und das ist jetzt an der Stelle wahrscheinlich noch ein bisschen verwirrend, führe an der Stelle direkt ein Production-Build aus. Warum das so ist, da komme ich gleich nochmal zu. Aber wir sollten das jetzt erstmal einfach hinnehmen, dass wir damit so arbeiten. Dann definiere ich mir, wie gesagt, noch den Entry-Point, also quasi das Skript, was als erstes ausgeführt wird, wenn der Container ohne weitere Angaben starten soll. Sage einfach noch, okay, mein Server läuft auf Port 3000. Das ist eigentlich auch nur ein Hinweis ja in die Shell raus, welchen Port man sich denn da tatsächlich binden könnte. Und ja, damit sind wir an der Stelle schon quasi soweit. Das heißt, wenn ich jetzt ins Terminal wechsle und mir einfach mal einen Docker Compose ab ausführe, um mein Skript, um meinen Container bauen zu lassen und starten zu lassen. Jetzt muss er natürlich erst noch gebaut werden. Dann kann man also sehen, okay, der wird jetzt einmal den kompletten Container so hier oben bauen. So, jetzt hatten wir ja gerade schon die Frage, okay, das sind zwei Container und eigentlich sollte er ja irgendwie beide bauen. Warum baut er denn jetzt nur hier den hier oben? Dazu würde ich einmal vorschlagen, wir gehen in die Docker Compose YAML und in die Docker Compose Override.YAML. So, die kann ich aufmachen. Da, Open and Write Split, genau. So, also Docker Compose ist ja basiert ja auf YAML, die Files, die da mit drin sind, die Konfigurationsdateien.
Und an der Stelle kann ich eben die aufeinander aufbauen lassen. Docker Compose arbeitet so, grundsätzlich sucht er erstmal nach seiner Standard, ja, Docker Compose YAML, die damit liegt. Aber wenn eine Docker Compose Override daneben liegt, im gleichen Verzeichnis, und ich den Befehl nicht explizit nochmal mit angebe, welche Datei er verwenden soll, dann wird er die automatisch aufeinander anwenden. Und damit ist es dann eben möglich, die verschiedenen Keys, die ich hier mit drin habe, gegeneinander überschreiben zu lassen. Und das heißt, im Endeffekt wird hierbei eine Gesamtdatei, sage ich mal, rauskommen, die hier als Service-App definiert mit einem Image-Namen und dem Tag Dev hinten dran, weil wir wollen ja jetzt gerade das Dev-Image bauen. Dann gebe ich ihm noch ein bisschen Bild-Kontext mit, also sage ihm, okay, unter Bild-Docker-File, nämlich hier an dieser Stelle, liegt dein Docker-File, was du bitte bauen sollst. Der Bild-Kontext, also alles, was innerhalb des Docker-Files quasi als auf dem Host verfügbar sein soll, das ist das aktuelle Verzeichnis, also Punkt, ne? Wir sind hier also in diesem Projektordner. Und jetzt wirklich das Relevante, warum er nur das erste gerade bauen wird, ich gebe ihm hier ein Target mit. Und dieser Target-Name, den wir hier an der Stelle haben, der ist im Endeffekt genau das Gleiche, was wir hier oben auch haben. Ja, also ich sage ihm, bau mir bitte nur den ersten. Ansonsten würde er nämlich durchlaufen und alles komplett mitbauen. So, dann machen wir hier noch ein Port-Forwarding, weil wir wollen ja direkt auf den Container mit drauf zugreifen. Und dann mounten wir uns das komplette Projektverzeichnis, alles, was hier unter Project ist, in den Ordner /app in dem Container selber mit rein. Das heißt, wenn man in einen Docker-Container hat und da dann entsprechend ein Verzeichnis drin hat und auf das gleiche Verzeichnis nochmal einen Volume-Mount von außen mit drauflegt, dann wird es quasi überlagert. Das heißt, die Dateien, die ich eigentlich im Container habe, die sehe ich an der Stelle gar nicht mehr, sondern ich sehe wirklich einfach das, was per Volume damit reingemountet wurde. So, und das hat dann natürlich den Vorteil, ich habe dann im Container komplett meine Dateistruktur, wie ich sie hier auch habe, und kann die dann im Container quasi bearbeiten mit den Tools, die ich im Container habe, und kann damit dann weiterarbeiten. So, dann haben wir jetzt natürlich das Problem, wir haben hier im Container den Yarn Install ausgeführt und damit unsere Abhängigkeiten für die Node Modules in dem Fall geschaffen, aber wenn ich da jetzt natürlich mein Projektverzeichnis oben drüber lege, dann sieht man das natürlich nicht mehr, dann ist das nicht da. Sondern an der Stelle kommt nämlich der Entry Point, den wir haben, ins Spiel. Das ist ein einfaches Bash-Skript, was einfach nur noch prüft, habe ich denn die Node-Modules schon bei mir auf dem Host liegen? Wenn nein, dann installiere ich sie mir nochmal nach. Das ist so der einzige, ja, ich will es jetzt nicht Nachteil nennen an der Stelle, aber es ist halt eine kleine Unschönheit. Ich muss dann wirklich zweimal die Module installieren, damit ich sie auch extern habe. So, und dann mache ich hier mit diesem env-substitution-Befehl nochmal so ein ganz klein bisschen Shell-Magie, was mir dann nämlich aus dem Environment, was ich dem Container mitgebe, das ist hier an der Stelle im Docker-Compose-File mit hinterlegt, da habe ich eine env-Variable app-Version und die, da habe ich hier im Public-Ordner eine env.js-Dist. Und in der Stelle geht das Tool hierher und ersetzt einfach alles, was da entsprechend mit drin ist, durch das, was ich ihm da reinwerfe. So, das packt er dann hier in die env.js selber mit rein, das schreibt er ja raus. Und das habe ich an der Stelle dann so mit eingebunden in die React-Anwendung, dass ich das also beispielsweise jetzt hier, das werdet ihr gleich sehen, das war die falsche, genau, dass ich hier also einfach unter den Titel von der Anwendung genau mir diese Endvariable ausgebe. Das heißt, wenn ich das jetzt gleich starte, wird da einfach Version Dev dann mit drinstehen. So, der müsste auch inzwischen fertig gebaut haben, wenn ich das jetzt richtig sehe, genau. Also ich hatte ja direkt mit Docker Compose abgestartet, das heißt, er baut, wenn er das Image noch nicht kennt, und startet es dann auch direkt. So, das heißt, jetzt habe ich hier an der Stelle meine Log-Ausgabe, weil ich Docker Compose nicht in den Hintergrund geschickt habe. Aber das soll für uns ganz gut sein, weil dann können wir nämlich sehen, wie das Ganze tatsächlich funktioniert. Jetzt habe ich mir hier den Port 8081 rausgezogen, auf den Host raus. Intern ist es der Port 3000, mit dem eben mein Server an der Stelle funktioniert. So, und wenn ich dann jetzt nämlich in den Browser gehe und auf die 8081 gehe,
dann sieht man eben, okay, ich habe hier tatsächlich meine Anwendung. Und ich habe mir jetzt hier in dem Browser noch die React DevTools mit installiert. Da sehe ich auch tatsächlich, ja, ich habe hier ein Development-Build von React. So, und jetzt habe ich hier tatsächlich auch die Möglichkeit, wenn ich zurück in meinen Code gehe und beispielsweise will ich das nicht BME-Tracker, sondern BME-Calculator als ganz einfaches Beispiel hier haben, oder egal, welche Änderung ich da sonst mit drin mache. Man sieht also, er compiled das dann auch direkt live in dem Container, und auch in dem Browser raus wird das Ganze soweit entsprechend mit übernommen. So, das ist dann erstmal unsere Dev-Version, die wir haben. Wenn wir uns jetzt dann nochmal ins Terminal zurückgehen und uns mal angucken, das Image, was ich jetzt gebaut habe, wenn ich mir da die Größe angucke, das ist jetzt knapp ein Gigabyte groß. Das ist natürlich ganz schön viel. Das möchte ich nicht irgendwie durch die Gegend schieben wollen. Gegebenenfalls sitze ich noch im Homeoffice, habe eine relativ schmale Internetleitung. Das finde ich gar nicht so gut. Genauso, wenn ich mir mal die aktuellen Statistiken von dem Container angucke. Ja, der hat einen relativ großen Memory Footprint, fast 200 Megabyte. Das ist alles irgendwie nicht so ganz so toll. So, deshalb gehen wir jetzt an der Stelle her. Ich beende den Dev-Container, den wir haben, mal. Und jetzt springen wir nochmal zurück ins Docker-File, weil jetzt wollen wir daraus nämlich, ab davon wollen wir jetzt nämlich den Produktionscontainer ableiten, den wir dahinter haben. Das heißt, da gehen wir nochmal in das Docker-File, genau. So, und jetzt gucken wir uns dann nämlich den unteren Teil hier an. Hier an der Stelle leite ich mir das von einem Nginx-Image, was auf einem Alpine Linux aufsetzt, ab. Und das gucke ich mir, das hat also den Vorteil, das ist ein ganz minimales Image, das hat gerade mal die nötigsten Funktionalitäten, um diesen Nginx eben auszuführen. Und hier kopiere ich mir einfach meine Nginx-Konfiguration rein, wo ich noch so ein paar kleinere Änderungen gemacht habe, wie beispielsweise, dass der seine Log-Ausgabe nach Standard-Out schreibt. Und der eigentlich interessante Teil, der kommt jetzt mit diesem Copy-Befehl hier, Zeile 29. Hier kann ich nämlich dann sagen, mit dem From-Parameter, dass ich gerne von einem vorher gebauten Container, den ich habe, Daten übernehmen möchte. Das heißt, ich habe ja hier oben, hatte ich ja vorhin gesagt, wir machen hier an der Stelle ein Produktionsbild. So, das heißt, ich kann mir an der Stelle, ich weiß, dass meine React-Anwendung das Ganze, wenn ich ein Produktionsbild mache, in das Verzeichnis Bild reinsetzt, und ich kann mir genau nur diesen Produktionsbild dann an der Stelle davon rauskopieren. Dann haben wir hier nochmal genau den gleichen Spaß mit dem Entry Point. Macht dann im Endeffekt auch nur die End-Substitution und führt danach dann den Nginx in einem für die Container geeigneten Modus aus und definiert das Ganze dann hier eben nochmal hier unten den Entry Point, exposed nochmal den passenden Port. Und damit wir hier auch die Bash ausführen können und eben dieses End-Substitutions Tool haben, müssen wir ja auch nochmal kurz was nachinstallieren. So, und um den jetzt bauen zu können, springen wir nochmal zurück zu Docker Compose YAML. Hier habe ich ja an der Stelle auch tatsächlich Target Runner angegeben, und wir sind an dieser Stelle dann jetzt also so, wenn ich ein Target angebe, was weiter unten in dem Docker-File liegt, dann wird er auf jeden Fall alle Targets, also alle Container, die davor noch liegen, auch nochmal bauen. Sofern die natürlich nicht vorher schon gebaut sind und dann im Docker-Build-Cache zum Beispiel liegen. So, das heißt, wenn wir jetzt dann hergehen in unsere Shell nochmal zurück und dann Docker-Compose explizit nur sagen, wir wollen nur die Docker-Compose-YAML und wollen das Ganze auch nochmal bauen lassen und das Force-Recreate nämlich einfach nochmal mit, damit wir jetzt auch wirklich nicht mit dem Dev-Container, den ich gerade offen hatte, durcheinander kommt. Das Ganze laufen lasse. So, dann zieht er sich da an der Stelle jetzt auch nochmal den Nginx. Ne, die vorherigen Schritte, die zeigt er mir hier an der Stelle auch an, dass die gecached sind. Macht jetzt hier nochmal den Production Build, weil nach einem Kopieren, da kopiert er eigentlich immer und da wird dann nichts weiter mehr gecached. Und deshalb müssen wir da jetzt einmal kurz drauf warten. Aber er ist ja relativ schnell. Ne, jetzt führt er hier noch kurz das Hinzufügen von den Tools aus, die ich damit habe, ist an der Stelle auch durch.
zieht ihn jetzt schon hoch und bei der Log-Ausgabe können wir sehen, ja, wir haben hier tatsächlich einen Nginx gestartet gekriegt. So, und wenn wir uns jetzt den angucken im Browser, dann muss ich mal einen Browser finden. Genau, den hatte ich ja auf einen anderen Port gelegt. So, und damit haben wir dann auch wieder an der Stelle das Tool, was wir gerade gebaut hatten. Hier jetzt mit der Versionsangabe Production. Weil wir uns an der Stelle hier in der Docker Compose YAML an sich eine andere Endvariable mitgegeben haben, die dann eben ja da prod mit drin stehen hat. Kleiner Tipp noch, wenn man Portfreigaben in einer Override und in der Standard Docker Compose File macht, dann dürfen die sich nicht miteinander überschreiben. Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise hier die 8080 reinsetze, in meiner Override nochmal die 8080 reinsetze, das funktioniert nicht. Also da muss man dann wirklich gucken, dass man das so ein bisschen auseinandergezogen kriegt. So, wenn wir uns jetzt nochmal hier angucken, also zur Erinnerung, wir hatten ja gerade hier 200 Megabyte Memory Footprint von der Develop-Variante, die ich an der Stelle hatte. Wenn ich da nochmal auf die Docker Stats mit drauf gucke, das ist wesentlich kleiner. Hier brauche ich gerade mal 5 Megabyte, die da an der Stelle unterwegs sind. Und genauso, wenn ich mir nochmal die Imagegröße aufliste, hier bin ich bei 30 Megabyte im Vergleich zu einem Gigabyte. Das ist natürlich ein ganz massiver Unterschied. Und neben den möglichen Problemen, die ich eben kriegen kann, wenn ich da DevTools mit dem Container habe, läuft es letztlich auch darauf hinaus, dass ich da die ganzen Dinge, die ich sowieso in der Produktionsvariante überhaupt nicht brauche, dass ich die dann auch an der Stelle einfach gar nicht mitnehme. Also beispielsweise, wenn ich hier mehr reingucke, wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung hatte, die Node-Modules sind allein bei dem Beispielprojekt schon um die 500 Megabyte groß. Das rastet ja immer relativ schnell mit aus. Na, aber das war da an der Stelle dann einfach wesentlich kleiner unterwegs sind. Gut, ja, so viel zu meinem kleinen Beispiel, was ich hier einmal aufgebaut habe. Dann freue ich mich nachher auf den Dialog mit euch. An der Stelle würde ich jetzt dann erstmal an den Carsten übergeben, weil der euch dann nämlich jetzt an der Stelle zeigen wird, wie man so einen Container auch tatsächlich in eine Cluster-Umgebung mit reinbringt, wie man auch da so beispielsweise Endvariablen setzen kann. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ja, so viel von mir. Boah, nach dem Vortrag kann ich nur verlieren. Es geht gar nicht. Jetzt hast du jetzt wirklich hier die Bar mal richtig hochgesetzt. Ich muss gerade gucken, wie ich jetzt hier selber sharen kann. Ich muss mich zum Präsentator machen. So, genau. Meine Bildschirmfreigabe wurde gestoppt, sagt er mir hier. So, das klingt gut. Share your screen, dann schauen wir mal. Ich bin hier nämlich gerade auf meinem Linux und ich hoffe, ich share jetzt den richtigen Screen für euch. Jawohl, ist das so klein bei euch auch oder ist das bei euch größer und nur bei mir klein hier in der Anzeige? Seht ihr da was? Könnt ihr was erkennen? Da müsst ihr was stehen von Vim Combined YAML. Könnt ihr das sehen und erkennen? Kann man sehen. Schriftgröße könnte ein bisschen größer sein. Noch größer! Ihr könnt die Größe des Bildschirms selber beeinflussen. Also ihr könnt es auch auf ganz aus dem jetzt sehe ich auch, was ich zeige. Hat es mir bloß ganz kleine Vorschau gezeigt. So, ist aber gar nicht das, was ich am Anfang zeigen möchte, denn am Anfang möchte ich es dem Max gleich tun und euch erstmal Folien um die Ohren schlagen, wie sich das so gehört. Deswegen gehe ich aus meinem Linux mal ganz kurz und spontan rüber in mein Windows. Guten Tag, das ist Windows, denn das ist eine der Schwächen bei Linux. LibreOffice Impress ist nicht halb so gut wie PowerPoint und es tut mir weh, das sagen zu müssen. Leider Gottes. Also, ich will euch nicht langweilen. Ich mache es nur ähnlich wie Max. Nur nicht so hübsch mit den hübschen Präsentationen. Also, mein Name Carsten Samaschke. Ich bin Gründer und einer der Geschäftsführer von Cloudical. Cloudical, werdet ihr euch sicherlich fragen, wer ist denn das? Gut, dass ihr fragt. Cloudical ist eine Firma, die Cloud-Native Managed Service auf Basis von Kubernetes anbietet. Schafft jemand mehr Buzzwords in einem Anstrich? Dann bitte jetzt los. Also wir bieten Cloud-Native Managed Services an auf Basis von Kubernetes. Was uns ganz wichtig ist, was uns wirklich mitten im Herz ist, ist das Thema Ende-zu-Ende-Automatisierung. Wir finden es grauenvoll, wenn jemand das macht, was ich gleich mache, nämlich von Hand irgendwie ein SSH-Client aufschmeißt und damit arbeiten. Das finden wir ganz, ganz schlimm. Das ist für uns inakzeptabel. Deswegen zeigen wir es jetzt hier.
Was wir auch tun, ist, wir helfen unseren Kunden, in Cloud-Umfelder reinzugehen. Da fangen wir tatsächlich bei der Software-Seite aus an. Deswegen ist das, was der Max gerade gezeigt hat, durchaus so eine Stelle, wo wir eigentlich schon sagen würden, wozu brauchst du uns eigentlich noch? Aber es gibt ganz viele Kunden, die sind wesentlich weiter vorne unterwegs. Die haben Monolithen und haben es schon geschafft, das zu machen, was Max gerade macht, einen Container zu bauen und denken dann, damit kommen sie in die Cloud. Ist heute nicht das Thema, aber manchmal muss man sich dann auch das Maul drüber zerreißen dürfen. Seht's mir bitte nach. Aber was wir auch noch machen, ist Beratung und Coaching. So, ich will aber über was anderes reden. Und zwar, ich will genau da ansetzen, mit genau dem gleichen Container, den Max gerade gebaut hatte. Und zwar möchte ich gerne diesen Container, weil ich tatsächlich tierisch faul bin, ich habe keine Lust, Sachen doppelt zu machen, diesen Container genauso wie er ist in Kubernetes bringen. Und weil ich sowieso völlig unverschämt bin, möchte ich das Ding gleich in zwei Kubernetes bringen. Vielleicht nicht zur selben Zeit, aber ich möchte es doppelt benutzen können. Einmal in meinem lokalen Minikube, mit dem ich selber entwickle, teste, was auch immer tue. Und einmal, ich habe jetzt hier mal ein EKS aufgesetzt bei Amazon, in so einen richtigen, echten Kubernetes. Wobei ich da fürs Protokoll bitte sagen muss, der richtige, echte Kubernetes ist nicht der EKS. Ja, also, aber es ist auch nochmal eine andere Geschichte, auch nochmal für ein anderes Meetup ein Thema. Was brauche ich dann, wenn ich das Ganze machen möchte? Ich brauche, um meinen Workload laufen lassen zu können, ganz grundsätzlich das, was der Max auch schon gezeigt hatte, eine externe Konfigurierbarkeit. Warum ich das brauche, ist ganz klar. Wenn ich den Container, denselben Container, in unterschiedliche Umfelder reinschiebe, dann ist das nicht immer so einfach gemacht, wie das jetzt der Max mit seinem BMI-Rechner und Max, ich habe die Anspielung auf mich verstanden, gemacht hat, sondern, weil bei mir kommen irgendwie ganz grauenvolle Zahlen raus, irgendwas mit 17. nein, geteilt durch 17 gibt es immer noch ganze Zahlen. Aber ist eine andere Geschichte. So, das ist ganz wichtig, was der Max da schon gemacht hat, nämlich eine externe Konfigurierbarkeit zu machen. Denn wenn ich denselben Container mehrfach verwenden möchte, möchte ich nicht immer wieder aufs Neue im Container die Datenbank-Sachen anpassen. Ich will nicht immer wieder aufs Neue irgendwelche Security-Credentials setzen oder ähnliche Sachen. Was wir im Containerumfeld, im Kubernetes-Umfeld dann tun und tun wollen, ist ganz klar zu sagen, wir bauen das Ding genau ein einziges Mal an einer vertrauenswürdigen Stelle. Max Rechner. Nein, in der Cloud normalerweise oder an einer zentralen Stelle. Wir bauen das Ding genau ein einziges Mal. Wir geben die Applikation rein. Die Applikation als solches muss, ich betone, muss extern konfigurierbar sein. Denn wie gesagt, wir wollen nicht 20 Container für 20 verschiedene Umgebungen machen. Und dann stellen wir diesen Container tatsächlich einfach nur auf anderen Umgebungen mit vielleicht minimal geänderten externen Konfigurationen zur Verfügung. Deshalb die externe Konfigurierbarkeit. Als Entwickler heißt das, ich muss imstande sein, Umgebungsvariablen abzugreifen. Ja, je nach Programmiersprache ist das halt unterschiedlich schwierig, aber das ist halt das Einzige, was ich machen muss. Und ich muss natürlich meinen Workload, meine Applikation, das, was ich schreibe, daraufhin abstimmen. Also externe Konfigurierbarkeit ist das Erste, was wir haben müssen. Das Zweite, Max, das hattest du jetzt hier in dem Beispiel nicht gemacht, aber ich weiß, ihr macht es bei der Public Plan standardmäßig, dass wir Non-Root-User benutzen. Das hat hier an der Stelle sau viel mit Sicherheit zu tun. Generell Docker oder generell containerisierter Workload läuft auf den meisten Systemen durchaus mit Elevated Privileges. Und dann, wenn ich in meinem Container selber einen Root-User habe, und den habe ich normalerweise, also so wie Max das gezeigt hatte, habe ich das mit dem Root-User laufen lassen. Was, wie gesagt, für Demo-Zwecke genau richtig ist, aber für Produktivzwecke natürlich nicht. Das werde ich jetzt auch nicht ändern. Ich arbeite tatsächlich mit dem von Max gebauten Container weiter. Aber wie gesagt, prinzipiell würden wir einen Non-Root-User dann haben wollen. Das heißt, ein User, der keine zusätzlichen Permissions benötigt, der selber eingeschränkt ist. Das bedeutet dann auch, dass das, was zum Beispiel im Prod-Container gebaut worden ist, dass ein Prozess, was auf Port 80 aufmacht, nicht gehen wird. Das geht dann normalerweise bloß auf Ports oberhalb von 1024. Das Schöne ist, im Kubernetes-Umfeld ist uns das eigentlich völlig Wumpe. Genauso wie es uns das auch im Docker-Umfeld ist. Denn wir können mit Port-Freigaben arbeiten, wir können mit Port-Mappings arbeiten, das ist überhaupt gar kein Problem. Deswegen. Aber er hatte noch, Entschuldigung, gerne. Er hatte noch einen anderen User, er hatte noch einen User-Node. Max, dann habe ich nur in deinen Dev-Container geguckt. Wahrscheinlich.
Nee, wahrscheinlich hast du nur in den Prod-Container geguckt. Der Dev-Container, der läuft tatsächlich mit dem User-Node einfach, das habe ich an der Stelle auch gemacht, um einfach so ein bisschen technischen Problemen aus dem Weg zu gehen, damit React da oder Node da nicht völlig querschlägt. Bei dem Prod-Container, der Nginx, der läuft tatsächlich aktuell in diesem Demo bei mir noch mit Root-Rechten. Da hast du also schon mal richtig hingeguckt. Okay. Ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, wichtig ist, dass man es weiß und dass man dann eben im Zweifelsfall da auch Gegenmaßnahmen ergreift. Ganz ehrlich, das wäre mal so ein Thema auch für ein nächstes Meetup, dass wir einfach mal sagen, wie kannst du so eine Container mit Hausmittelchen und relativ einfach absichern. So schlimm ist das nämlich eigentlich gar nicht, wenn man es ein, zwei Mal gemacht hat. Genau, also Sicherheit durch Non-Root-User ist ein ganz wesentliches Thema. Wir brauchen eine Registry, die erreichbar ist. Das ist schon ganz nett. Das klingt jetzt völlig albern und deswegen ist da auch so ein Smiley dahinter. Aber eigentlich ist das ein Riesenproblem. Wenn Max bei sich, Max, entschuldige bitte, wenn ich dich jetzt hier immer wieder ranziehe, weil du halt, ganz ehrlich, ich fand das ganz großartig erklärt hast, wenn du halt bei dir lokal baust und dann lokal laufen lässt, ist es das eine. Damit ist es aber für keinen Kubernetes der Welt erreichbar, noch nicht mal mehr zwingend für den Minikube, der lokal läuft. Das heißt, was normalerweise passiert, ist bauen, taggen und dann in die Registry hochladen. Und die Registry sollte halt erreichbar sein. Idealerweise, wie gesagt, eine, die ich von allen meinen Systemen erreichen kann. Das muss nicht zwingend wie in meinem jetzt folgenden Beispiel der Docker Hub sein, sondern da sollte man dann schon gucken, dass man in seiner Organisation halt auch eine private Registry aufsetzt. Kann man wunderbar mit Haber machen und dann kann man damit arbeiten. Wichtig ist, muss erreichbar sein. Und ich habe hier zwar ein Smiley dahinter gesetzt, aber ganz ehrlich, ich habe mir schon Wölfe gesucht, warum ich irgendwelche Container nicht ins Laufen gekriegt habe. Und auch ganz wesentlich, sauberes Tagging, das heißt, Versionen richtig taggen. Prod Dev ist eine Möglichkeit. Man kann auch Alpha, Beta und Prod machen oder man macht eben 1, 2, 3, 1, 0, 1, 1 oder was auch immer. Hauptsache wirklich ein sauberes Tagging, damit ich dann nämlich aus meinem aus meiner YAML-Datei, kommen wir gleich drauf, wenn ich das Ganze deployen möchte, auch exakt die richtige Version greife. Denn Ziel ist es in so einem automatisierten Umfeld, wo ich einmal baue und bereitstelle, dass ich natürlich auch nicht Bauen von Hand antriggere, sondern das auf meinem Build-Server auch automatisiert laufen lasse. Da kann ich GitHub Actions benutzen, da kann ich GitLab benutzen, da kann ich Jenkins benutzen, was auch immer. Wesentlich an der Stelle wirklich dann auch ein sauberes Tagging. Mehr brauchen wir aber eigentlich nicht, damit wir den gleichen Workload, der einmal gebaut worden ist, auf verschiedenen Plattformen bereitstellen können. Ich bin fertig. Nein, nicht ganz. Ein bisschen was müssen wir dann schon noch tun. Aber das ist, wie gesagt, die Grundherausforderung. Wie sieht das Ganze dann aus? So, und dann gucken wir mal drauf und jetzt gehe ich mal in mein Terminal. Auf Wunsch eines einzelnen Teilnehmers habe ich es mal noch größer gemacht. Ich hoffe, es ist jetzt groß genug. Ich habe jetzt hier, ich baue jetzt hier oder erkläre jetzt kurz Kubernetes-Konfigurationsdateien. Ein Container, den wir bauen, den kann ich normalerweise nicht einfach so auf Kubernetes bereitstellen. Da sagt Kubernetes mir, was willst du denn? Kubernetes erfordert, dass ich ihm mindestens eine kleine Definition mitgebe. Das ist die Definition eines sogenannten Pods. Der Pod verweist auf nichts anderes als auf den Container, gibt dem ganzen Ding einen Namen aus Kubernetes-Sicht und erlaubt es uns dann zum Beispiel, und hier kommt jetzt der erste Punkt, der für uns interessant ist, gibt uns dann die Möglichkeit, da zum Beispiel Umgebungsvariablen mit reinzunehmen. Ich baue jetzt hier kein Pod, ich benutze nur Pods. Denn was man normalerweise bei Kubernetes bereitstellt, sind keine Pods, also atomare Einheiten, denn die bringen mir noch nicht viel. Das sind einfach nur Container, die ich irgendwie starte und stoppe, nur dann halt nicht mehr über die Docker CLI oder über Docker Compose, sondern ich starte das Zeug dann halt über Kubectl, also über das Kubernetes-Konfigurationstool. Kann man machen, habe ich aber relativ wenig bei gewonnen. Wo Kubernetes spannend wird, ist dann eher, wenn ich einen Schritt weiter denke. Da bin ich dann beim sogenannten Deployment. Ein Deployment ist im Grunde die Kombination eines oder mehrerer Pods und damit auch eines oder mehrerer Container, die also quasi als zusammengehörig angesehen werden. Und ein Deployment kann ich skalieren. Da kann ich sagen, ich möchte 3 Instanzen haben, ich möchte 17 Instanzen haben, ich will auch nur eine Instanz haben. Ich kann hoch und runter skalieren, das macht der für mich automatisch. Ebenfalls hat man beim Deployment im Kubernetes dann die Möglichkeit zu sagen, beziehungsweise das muss ich gar nicht sagen, das macht er automatisch, wenn mein Container runterfällt, also wenn mein Pod runterfällt, dann wird er automatisch neu gestartet.
Und ein Deployment hat dann auch die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel Health, also Gesundheit, überwache meines Pods. Das heißt, ich kann mich letztlich, das ist heute alles nicht Thema, aber nur, dass ihr den Scope habt, ich kann mich am Ende des Tages halt mit einem Deployment darauf verlassen, dass das Kubernetes-Cluster regelmäßig über den Gesundheitszustand informiert wird. Und wenn das Deployment zurückmeldet, ist nicht gut, dann wird Kubernetes quasi hingehen, eine neue Instanz des Deployments oder des Pods starten und die alte danach runterfahren. Und auch das ist etwas, was das Deployment für mich ermöglicht, nämlich ein sogenanntes Zero-Downtime-Deployment oder Zero-Downtime-Updates. Und das bedeutet, wenn ich eine neue Version eines Pods ausrolle, Stichwort Tagging, ja, dann wird der normalerweise erst die neue Version starten und danach die alte Version runternehmen, sodass es für den Endanwender sich anfühlt, als ob wir im Grunde einfach nur nahtlos umgeswitcht sind. So, Deployment ist also das, was ich hier bauen möchte. Deployment wird mir aber von der Erklärung her noch relativ wenig nutzen, denn beim Deployment selber kann ich leider nicht auf diesen wunderbaren BMI-Rechner zugreifen. Dafür brauche ich noch mehr. Gucken wir gleich drauf. Ich habe das hier alles in einer Datei drin, deswegen gehe ich die jetzt mal von oben nach unten durch, erkläre, was ich da mache und erkläre auch, wenn wir dann auf die anderen beiden Komponenten kommen, was sie bedeuten. Ich mache die mal auf. Und was wir jetzt hier sehen, ist halt letztlich erstmal hier im oberen Bereich mein Deployment. Also, was habe ich hier? Ich fange mal hier unten an. Ich habe hier einen Bereich, der heißt Containers. Und da drin befinden sich meine eigentlichen Container. Wie man hier sieht, bin ich hingegangen und habe mir einfach mal gnadenlos den Dev-Container vom Max geschnappt, den der mir in seiner Docker-Registry, in seinem Account bereitgestellt hat. Vielleicht möchte ich das nicht machen, okay, dann gehe ich halt hin und passe das hier hinten am Tag an und schreibe da prod hin und habe jetzt quasi schon mal die prod-Variante referenziert. Ich gebe dem Ding einen Namen und hier kommt jetzt die Magie rein. Ich setze die angesprochene Umgebungsvariable. Max hat ja eine Umgebungsvariable definiert, nämlich app-version und ich setze sie hier auf den Wert Minikube, damit wir dann halt sehen können, dass ich das Ganze tatsächlich auch über einen Minikube laufen lasse. Was habe ich hier weiter oben? Also Containers ist quasi der Bereich, in dem ich meine Container definiere. Ich habe hier oben sowas wie so eine Matched Labels. Damit sage ich dann, für welche Container ist das Ganze zuständig. Hier das Matched Label verweist dann hier auf das wieder. Darüber wird quasi die Verbindung gemacht. Und ich habe hier zum Beispiel die Anzahl der Replikas. Wie viele Instanzen möchte ich laufen lassen? Denn ich habe gesagt, ich möchte es Ende zu Ende automatisiert haben. Ich will eigentlich nicht mehr von Hand rangehen. Das mache ich hier an der Stelle. Kubernetes wird sich dann um alles kümmern. Der wird eben 2 Instanzen starten, 3 Instanzen starten, 5 Instanzen starten, solange bis mein Speicher beendet ist. Die Maschine, die ich hier habe, hat 4 GB Arbeitsspeicher, also die virtuelle Maschine. Dementsprechend ist das hier an der Stelle, würde ein bisschen was gehen. So, das ist das Deployment. Damit kann ich also quasi am Ende des Tages den Container, den Max gebaut hat, bereitstellen. Und dieses Deployment als solches, sage ich auch schon mal voraus, wird sich überhaupt nicht unterscheiden. Egal, ob ich das Ganze auf meinem Minikube, also dem lokalen Kubernetes in dieser virtuellen Maschine, oder auf dem Amazon Kubernetes laufen lasse. Und irgendwann wird das Bild auch wieder scharf. Das ist das Problem, wenn man eine richtige Kamera benutzt. So, wie dem auch sei, dieses Deployment wird mir allerdings auch wenig helfen. Das wird sich zwar nicht ändern, aber es wird mir wenig helfen, denn was da drin deployed ist, kann ich leider erstmal von außen gar nicht erreichen. Dafür brauche ich dann ein bisschen mehr. Und das, was ich dann brauche, ist ein sogenannter Service. So, diesen Service muss ich jetzt auch gleich anpassen, bevor Max zuckt. Ich weiß, der zeigt noch auf den Target Port 3000. Dieser Service erlaubt es mir dann, so einen Container bereitzustellen. Hintergrund, warum ich so einen Service benutze, ist eigentlich auch der, ich will die Container skalieren. Wenn ich jetzt eine nutzende Applikation bin oder ein Anwender bin, dann habe ich das Problem, dass ich ja wissen müsste, welche Instanzen gerade laufen, dass ich die IP-Adressen von den Dingern kennen müsste oder sonst irgendwas. Will ich gar nicht kennen. Der Service abstrahiert das für mich. Der Service sagt, okay, pass auf, sprich mich einfach an, und zwar auf meinem Port, in diesem Fall 8080. Und ich sorge dafür, dass ich alle Container, für die du mich zuständig erklärst, anspreche. Also alle Deployments, alle Pods in den Deployments anspreche. Das macht er über diesen Selector.
Das heißt, der sucht beim Deployment nach einem Label mit dem Namen App und dem Wert Example, weil ich das hier halt so definiert habe. So, dieser Service ist was Statisches. Das ist keine zusätzliche Komponente, die ich bauen muss. Die gibt mir Kubernetes einfach. Dieser Service kann dann damit umgehen, dass ich 1, 2, 17 Instanzen laufen lasse. Der wird dann im Round Robin dafür sorgen, dass die entsprechenden Instanzen angesprochen werden. Wir haben hier verschiedene Arten von Varianten von solchen Services. Hier für meinen lokalen Minikube benutze ich Cluster IP. Cluster IP heißt einfach nur, ich höre auf die IP-Adresse, die mir quasi zugewiesen worden ist, und darüber kann ich das Ding auch ansprechen. So, ich muss jetzt hier kurz noch eine Anpassung machen, sonst blamier ich mich göttlich. Max, der Target-Port beim Pod war 80, ne? Ja, ist richtig, der ist 80. Okay, cool. So, haben wir also auch gemacht, passt. So, dieser Service ist jetzt schon mal ganz fantastisch, hat aber ein weiteres Problem, denn im Kubernetes-Umfeld schaffen wir uns unsere Komplexitäten selber. Ja, könnte ja jeder kommen und die schon im Container drin haben. Wir machen das infrastrukturell, denn wir wollen ja die Infrastruktur automatisieren. Hier in diesem Kubernetes-Umfeld habe ich jetzt das Problem, dass der Service ausschließlich auf IP-Adressen und Port-Kombinationen hört. Und das ist zwar sehr, sehr nett, aber was ist denn, wenn ich jetzt 2, 3, 4, 5 Services am Laufen habe? Dann muss ich denen jeweils unterschiedliche IP-Adressen zuweisen. Aus Erfahrung ist da die Endanwenderakzeptanz nicht sonderlich groß. Ja, also da muss man dann halt sich nochmal was überlegen. Und das ist die Stelle, an der kommt ein sogenannter Ingress ins Spiel. Ich habe jetzt hier noch was drin, was ich eigentlich rausnehmen wollte. Das ignoriert ihr bitte einfach. Dieser Ingress erlaubt es mir dann, quasi mit Pfaden zu arbeiten. Tatsächlich ist der Ingress hier bei Minikube nichts anderes als ein Nginx. Wir spielen hier also quasi gerade Nginx verweist auf Nginx. Aber das ist okay, denn mit Hilfe dieses Ingress-Controllers kann ich dann dafür sorgen, dass mein Service, den ich gerade definiert habe, der auf Port 8080 lauscht, intern, nicht der Container, der ist hier schon egal, dass der halt quasi über einen bestimmten Pfad oder vielleicht auch über einen bestimmten Domainnamen oder sowas erreichbar ist. Der Ingress löst das für mich auf. Ich habe also drei Komponenten, die letztlich dafür sorgen, dass dieser eine Container, den Max gebaut hat, in irgendeiner Form von außen erreichbar ist. Das klingt jetzt nach viel Arbeit, aber das Schöne ist, dass ich damit gleich eine betriebliche Antwort gegeben habe. Ich als Entwickler kann also zum Beispiel hier oben dann bei dem Deployment schon sagen, wie viele Instanzen will ich von dem Ding laufen haben. 1, 2, 3. Und wisst ihr was? Ich bin gerade mal so frech und sage, wir machen hier mal Instanzen. Warum habe ich hier unten gerade noch einen Target-Port 3000 gesehen? Weil ich nicht gespeichert hatte. Das läuft bei mir. Machen wir also den Target-Port 80 und dann gehen wir auch nach oben hin und ersetzen hier. Ne, der Port ist okay. Gut, jetzt haben wir Carsten, ja. Entschuldige bitte, Gunnar hebt schon eine Weile seine Hand. Ich das habe ich nicht gesehen, das tut mir leid. Deswegen, dann bitte einfach fragen. Ich, genau. Danke, ich kann unterbrechen, das rein einfach weiter. Danke, dass ich hab, du jetzt das rein. Genau, ich hab gerade schon geschrieben, dass er zu höflich ist. Ja, okay. Kannst du noch mal bitte das YAML aufmachen? Und zwar habe ich dann noch mal eine Frage zu dem Label. Also du hast ja gesagt, der Service erkennt seinen Port am Label. Und wir haben dieses Label Example. Das taucht aber oben in deinem Deployment zweimal auf. Und da wollte ich eigentlich fragen, welches davon jetzt relevant ist und warum es zweimal da ist und ob du die Gemeinsamkeiten oder Unterschiede da nochmal erklären könntest. Gute Frage. Jetzt muss ich mich kurz sammeln. Der Tag war schon lang, damit ich dir keinen Mist erzähle. Also der Service erkennt tatsächlich die Pods, für die er zuständig ist. Das ist grundsätzlich relativ wichtig. Nicht die Deployments. Die Deployments sind ihm eigentlich völlig egal. Der Service erkennt die Pods, für die er zuständig ist, über dieses Label. Ja, also er guckt halt bei jedem Pod, der deployed ist, also bei jedem Container, der aus Kubernetes sich deployed ist, guckt er halt nach so einem passenden, Schlüsselwert. Genau, das ist ein Pärchen, ne? Also es muss Pärchen, sein. Genau. Und der Wert dazu auch. Das muss genau. Und die machen. Kann ich auch frei wählen. Also ich kann ja auch hinschreiben, Selector ist, also hier, das erste ist dann nicht mehr App, sondern Sonnenschein und hinten ist es 1, 2, 3 oder was auch immer. Das ist eigentlich völlig egal. Das muss nur eindeutig sein. Ja? Wichtig ist, er nimmt diese Information und schaut jetzt hier oben in diesem Bereich im Grunde nach.
Dieser Bereich, der hier genommen wird, ich habe jetzt auch quasi ein Deployment nur relativ grob erklärt. Dieser Deployment hier steht, dieser Bereich, hier steht nicht ohne Grund Template drüber. Das ist im Grunde eine Bauanleitung. Die nimmt Kubernetes und anhand dieser Bauanleitung geht er dann quasi hin und stellt diese Container. Hier können, wie gesagt, mehrere drin sein. Macht man üblicherweise nicht, dass man quasi pro Pod irgendwie mehr als einen benutzt. Da gibt es Szenarien, wo man das macht, aber als Faustregel eher nicht. Stellt er jeweils als Pods bereit. Jedem dieser Pods wird er dann dieses Label mit bereitstellen. So, das ist also quasi die Stelle, über die der Service dann auch geht, wenn der halt quasi sagt, okay, ich will hier für irgendwelche Pods zuständig sein. Das und das gehört zusammen, in dem Sinne. Jetzt haben wir hier oben nochmal, das hast du gut erkannt, nochmal ein, so diese Kombination. Diese Kombination steht in einem Match-Labels-Bereich drin. Match-Labels bedeutet jetzt wieder aus Sicht des Deployments, er sucht in einem Template nach entsprechenden Labels. Das heißt, ich kann das sogar noch weiter auseinanderziehen. Ich habe hier ein Deployment, da habe ich meine Pods mit drin definiert. Ich kann aber theoretisch auch ein Deployment machen, was für schon existierende Pods zuständig ist. Und dann würde der wieder, also als Deployment, kann er ja sagen zum Beispiel, wie viele Instanzen sollen da laufen, dann würde er quasi anhand dieses Match-Labels nach entsprechenden Pods suchen, so ähnlich wie der Service auch, die es ihm dann quasi erlauben zu sagen, okay, für die Dinger bin ich in irgendeiner Form zuständig. Das heißt, wenn ich dann hingehe und einen dieser Pods abschieße, also wenn ich einfach nur einen Pod starte, ohne dass dann ein Deployment dahinter steht, und ich schieße so einen Pod ab, dann passiert gar nichts, dann habe ich einen Pod abgeschossen. Wenn ich den Pod aber mit einem Deployment verknüpfe, dann wird das Deployment, also eigentlich Kubernetes, wird das erkennen und wird dann sagen, ey, Moment, du hast ja hier gerade einen Pod abgeschossen, wie kannst du nur, den starte ich mal neu und startet dann halt eine neue Instanz von dem Ding. Deswegen hast du hier mehrfach dieses Label drin und ich gebe offen zu, wenn man das die ersten Male sieht und ehrlich gesagt auch später, ist das durchaus ein Thema, wo man immer wieder genau hingucken muss. Ja, also nicht durcheinander bringen lassen, das hier ist dafür zuständig, dass das Deployment weiß, für welche Container es, Moment, ich fange hier oben an, für welche Container es zuständig ist. Das hier unten beim Service ist dafür zuständig, dass der weiß, für welche Pods der zuständig ist. Also im Grunde klärst du damit nur die Zuständigkeiten. Das ist halt etwas verwirrend, weil du es beim Deployment dann auch zweimal drin hast. Und das ist so, hä, wieso? Und das ist auch ein typischer Fehler. Wenn du hier nicht exakt das Gleiche stehen hast, hier an der Stelle exakt das Gleiche stehen hast wie da, happy searching. Also wie gesagt, da kann man schon mal eine Weile mit verbringen. Und hier sitzt jemand, der ein ganz großer Spezialist von solchen Sachen ist. Deswegen auch die Empfehlung bei solchen Sachen, wenn ihr so eine Labels vergebt, vergebt ihnen Name, Wertpaare, die sich euch erschließen. Also die auch wirklich, wo ihr sagt, okay, das kann ich zuordnen, das ergibt Sinn für mich. Ja? Labels sind halt im Kubernetes-Umfeld relativ omnipräsent. Wir haben hier unten jetzt dann mal etwas, was halt leider Gottes gar nicht so passt, weil hier haben wir jetzt eine Verknüpfung mit dem Service über einen Namen. Kubernetes-typisch müsste es eigentlich über ein Label gehen. Aber nein, hier ist es ein Name. Nehmt es einfach so mit. Und bitte seid nicht höflich, fragt einfach dazwischen. Tut mir den Gefallen, wenn ich in Fahrt bin, dann höre ich nicht mehr auf. Gunnar, Frage ja, beantwortet. Du musst noch lernen, so Kunstpausen einzubauen, wo man dann reinkommt. Nee, das schaffe ich nie mehr. Ich rede seit 47, fast 47 Jahren so. Ich bin aus dem Bauch meiner Mutter so gekrochen. Vergiss es. Ist nicht möglich. Ja, okay. Alles klar. Danke. Aber Frage beantwortet? Ja, ist erstmal beantwortet. Danke. Gut, dann mache ich jetzt eine 2 Sekunden Kunstpause. Dann machen wir weiter. Okay, gehen wir hier wieder raus. Okay, dieses Ding, dieses YAML, beschreibt mir jetzt also quasi, was ich auf dem Kubernetes bereitstellen möchte. Und was ihr feststellen werdet, mich interessiert hier das eigentliche, der eigentliche Container überhaupt nicht, außer dass ich ihn halt referenziere. Das heißt, ihr werdet mich nicht erleben, dass ich jetzt gucke, wie hat der denn den Container gebaut oder sonst irgendwas. Ich gehe davon aus, dass Max den Container gebaut hat und dass der bereitgestellt ist unter dieser Adresse. Wenn ich das Ganze jetzt bereitstellen möchte, verwende ich ein Tool, das nennt sich kubectl. Damit kann ich letztlich Kubernetes kontrollieren. Und sage halt, verweise auf eine Datei, nämlich auf die Datei combined.yaml. Und habe vergessen zu sagen, er soll diese Datei anwenden. Das Kommando heißt kubectl apply.
-f combine.yaml. Und jetzt beginnt eigentlich das Schöne bei Kubernetes. Meine Arbeit ist erledigt. Ich hau die Taste und jetzt habe ich Pause. Denn Kubernetes wird jetzt alles für mich machen. Wenn ich jetzt hier hingehe und sage, gib mir mal die Pods, stelle ich fest, der hat mir hier drei Pods bereitgestellt. Wenn ich sage, gib mir mal die Services, werde ich feststellen, er hat mir hier meinen Example Service bereitgestellt. Wenn ich sage, gib mir mal die Deployments, dann werde ich feststellen, er hat mir hier mein Deployment bereitgestellt. Und wenn ich jetzt mal ganz gnadenlos bin und einfach sage, wisst ihr was, dieser Pod hier, also tut mir leid, also mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen, den lösche ich. Halt, Pod ist das Kommando. Und dann sage, gib mir nochmal die Pods, dann stelle ich fest, der hier, Moment, der hier ist mehr oder weniger gerade im Begriff, Geschichte zu werden. Und Kubernetes hat es erkannt und wird dann eben vollautomatisch einen neuen Pod starten. Das ist im Grunde schon so ein bisschen die Magie von Kubernetes, dass ich das halt nicht selber machen muss. Und wenn ich jetzt halt quasi das anpassen möchte, dann kann ich das entweder über die Kommandozeile machen oder ich gehe halt wie hier nochmal hin und sage jetzt, okay, Anzahl der Replikas möchte ich anpassen. Ich will nur noch 2 haben. 23 wäre ein bisschen viel. So. Dann kann ich jetzt hier einfach nochmal hingehen und sagen, kubectl apply. Und wenn ich dann sage, kubectl pods, wenn wir feststellen, auch hier wird Kubernetes dafür sorgen, dass einer dieser Pods verschwindet. So, warum tue ich das jetzt aber? Also warum habe ich jetzt, also die Pods habe ich bereitgestellt, Deployment habe ich erklärt. Ich will es ja sehen. Ich suche gerade mal die richtige Stelle raus. Das ist, ich habe schon geschummelt. Das ist die Variante für später. Ich rufe jetzt hier einfach mal im Browser mein gerade eben bereitgestelltes Deployment über den Service auf. Der Name ist HTTP Meetup Demo. Genau das war's. Und wir feststellen, kommt hier nichts. Na super. Max, was hast du da gebaut? Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier einen Fehler in meinem Deployment drin habe. So würde es fertig aussehen. Nee, schade, sieht da, zeigt da auch nicht an. Vorführeffekt ist aber nicht so schlimm. Ihr könnt euch vorstellen, dass es funktioniert. Ich weiß sogar, woran es liegt. Ob ich das kurz noch geändert bekomme. Wisst ihr was? Ich habe es vorhin mit dem Dev ausprobiert. Ich ändere das mal ganz kurz. Dev. Max, der Port war 3000, ne? Korrekt? Ja, ist richtig. Okay, den müssen wir nicht machen. Wir gehen hier raus. Stellen das nochmal bereit. Lassen das laufen. Und auch jetzt wieder. Ich sage ihm einfach nur, mach mal, stell mal bereit. Ich schaue mir mal an, ob er die Pots schon hat. Jawohl, die neuen sind da seit 7 und seit 5 Sekunden und dann schauen wir mal, ob wir jetzt eine Ausgabe bekommen. Hey, läuft. Ja, und wie man hier sieht, ist hier auch mein, und ich will, eigentlich will ich ja nur erklären, dass das Ganze, dass ich das Ganze nur einmal machen muss. Hier ist jetzt einfach nur meine Versionskennung drin. Was ich jetzt also quasi für mein Deployment, abseits eigentlich sogar von meinem Pod, von meinem Container einstellen muss oder einchecken muss, ist eigentlich nur eine einzige YAML-Datei. Mehr muss ich nicht tun. Und jetzt kann ich theoretisch, ich sage jetzt gerade bewusst theoretisch, jetzt kann ich theoretisch diese Deployment-Datei unverändert unseren Freunden von Amazon rüberschicken. Das wird jetzt leider nicht direkt gehen, denn Hintergrund an der Stelle ist der, dass ich bei Amazon erstens andere Servicetypen brauche und zweitens, wenn ich da einen Ingress aufsetzen möchte, brauche ich Ewigkeiten für. Das ist super kompliziert. Aber wir schauen uns mal ganz kurz an, was ich dann ändern muss, wenn ich dasselbe Deployment, denselben Container bei Amazon bereitstellen möchte. Ich habe das schon mal vorbereitet und zwar als Combined EKS. So. Ihr seht im Grunde, das Deployment als solches ist exakt das gleiche wie vorher. Ich habe hier nichts dran geändert, außer dass jetzt hier der Parameter nicht mehr Minikube lautet, also mein lokaler Kubernetes, sondern EKS.
damit, wenn ich das im Browser aufrufe, ihr mir auch glaubt, dass ich das Ding da bereitgestellt habe. Ja? Und ich habe eine Änderung am Service vornehmen müssen. Der hat jetzt nicht mehr als Typ Cluster IP, sondern Load Balancer. Das hängt damit zusammen, dass Amazon einen externen Load Balancer benutzt, der dann dem Service sogar schon einen DNS-Namen zuweist, über den ich den dann noch aufrufen werde. Das heißt, hier brauche ich noch nicht mal mehr zwingend einen Ingress. Klammer auf, brauche ich schon, werde ich jetzt aber nicht sagen, steht nur im Kleingedruckten. Klammer zu. Aber wie gesagt, vom Grundprinzip her ist das einfach nur eine mini-kleine Änderung, die ich sogar unter Umständen vielleicht sogar irgendwie anders verwalten kann. Mehr brauche ich aber nicht zu ändern. Ich ändere nichts, exakt gar nichts und überhaupt nichts am zugrunde liegenden Container. Den schnappe ich mir jetzt. Und alles, was ich jetzt tue, ist im Grunde dafür zu sorgen, dass ich mit Amazon arbeite. Zu dem Zweck spreche ich einfach mal die Amazon Kube Config, die ich mir runtergeladen habe, an. Die hat einfach einen anderen Namen. Die heißt nicht Config, sondern die heißt EKS. Als Beleg mache ich mal ganz kurz einen Kubectl get nodes. Damit kann ich mir die Anzahl oder die Arten von Maschinen aufrufen, bei denen die Sachen läuft. Und ihr seht, das ist hier irgendwas, das ist irgendwo extern. Hier steht EKS drin. Das müsste ich jetzt schon sehr, sehr gut gefaked haben, um das mit meinem lokalen Minikube hinzubekommen. Oder ich nehme mir ab, dass wir gerade jetzt wirklich mit dem Amazon-Ding arbeiten. Und jetzt passiert exakt das Gleiche wieder, was ich vorher auch gemacht habe. Das heißt, ich mache jetzt hier einen Kubectl, apply, minus f. Und die Datei, die ich ausrolle, ist in diesem Fall nicht combined.yaml, sondern combined-eks.yaml. Aber die Vorgehensweise ist exakt die gleiche. Abgesehen, ich habe die Enter-Taste gedrückt, das habt ihr vielleicht gehört, und es hat ein Mühe länger gedauert, bis hier die Meldungen ankamen. Das hing damit zusammen, dass in dem Falle die Sachen tatsächlich erstmal zu Amazon hochgeladen worden sind und dann dort verarbeitet worden sind. Wenn ich jetzt hier einen Kubectl get nodes mache, einen Kubectl get pods mache, sehe ich dann halt auch, dass ich nur einen Pod habe, den ich gerade eben bereitgestellt habe. Trotzdem gleiches Verhalten. Ich muss hier also nichts irgendwie befürchten, wenn ich das Ding wegmache. Kubectl delete pod mit dem Namen. Dann wird das mehr oder weniger in Echtzeit passieren, dass er dann halt das erkennt und einen neuen Pod startet. So, das heißt, ich habe exakt das gleiche Verhalten. Wenn ich jetzt mal das Ding aufrufen möchte, muss ich wissen, unter welchem DNS-Namen das deployed worden ist. Kriege ich hier in dem Fall raus, indem ich sage Kubectl get services. Und dann sehe ich hier, ich habe eine sogenannte externe IP. Das ist ein Ding, was halt bei diesem Load Balancer kommt. Wenn ihr euch erinnert, vorhin bei meinem Minikube, bei meinem lokalen Kubernetes, war die externe IP einfach nur auf Non. Hier ist jetzt wirklich ein DNS-Namen. Und über diesen DNS-Namen kann ich jetzt die wundervolle Applikation aufrufen. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin, kopiere das rein, lasse das laufen. Dauert immer ein paar Nanosekunden, bis der soweit ist. Und ihr seht, wir sind hier, ich mache es gerne groß, auf der EKS-Version. Und hier drüben, und der läuft immer noch, bin ich halt auf der Minikube-Version. Das Einzige, was ich angepasst habe, ist tatsächlich, Moment, dieselbe Größe. Das Einzige, was ich angepasst habe, ist tatsächlich einfach nur meine Konfiguration. Ich habe meinen Container nicht mehr angepasst. Dieser Container ist völlig unverändert. Der Container, den Max vorhin gezeigt hat, mit der Art und Weise, wie er gebaut worden ist. Und das macht es aus meiner Sicht schon ziemlich cool, denn da habe ich jetzt als Entwickler eigentlich nur noch relativ wenig Arbeit. Dieses Thema, oder auch als Betriebler, dieses Thema, ich gehe jetzt hin und ich muss jetzt hier irgendwie aufwendige Deployments machen und das alles von Hand installieren und von A nach B schieben und erstmal Dev-Umgebung und dann mache ich eine Int-Umgebung und dann mache ich eine Pre-Prod und eine Prod und das ist alles ganz furchtbar, ist hier überhaupt nicht mehr gegeben. Auch bei einer Mehrzahl von Containern, bei Dutzenden oder Hunderten von Containern, ich baue die Dinger einmal. Was sich unterscheidet, ist möglicherweise Konfiguration. Und ich bin auch ganz offen, das, was hier an der Stelle, was ich jetzt gemacht habe, ist auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Ich glaube, das war eben ein freudscher Versprecher. Ich brauche irgendwann ein Stück. Aber wie dem auch sei, ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Denn ich bin jetzt hier immer noch gezwungen, relativ viel, ich muss wissen, welche Datei ich brauche und so weiter und so fort. Da gibt es Tools wie Helm zum Beispiel, die es mir erleichtern, dann halt ein und dasselbe Deployment mit ein und derselben Basiskonfiguration zu nehmen und dann bloß noch bestimmte Platzhalter da drin zu ersetzen. Da kann ich es nämlich noch weiter automatisieren. Der Punkt ist, wir müssen einen Container nie wieder anfassen, wenn der einmal gebaut ist. Das Deployment ist immer das gleiche. Alles, was sich ändert und unterscheidet, muss der Max schon einbauen, der muss das verstehen. Deswegen muss ich mich als Betriebler, und das tut mir ja im Herzen weh, ich bin hier heute der Betriebler, deswegen muss ich mich als Betriebler quasi mit Max natürlich auch eng abstimmen, weil möglicherweise baue ich diese Deployment-Skripte und Max baut seinen Container, aber wir machen das eben im Miteinander. Wir machen das eben mit relativ wenig Aufwand und dann ist das Ganze auch super einfach zu verwalten. Und das macht es dann wirklich auch angenehm, weil ihr dann nie wieder dieses Thema haben werdet, auf meinem Rechner läuft es ja. Und warum läuft es auf dem Server nicht? Ja? Rinnen Container und den Container konfigurierbar machen. Das ist die Message, die wir heute auch zwingend senden wollten. Diesen Container konfigurierbar machen und dann könnt ihr hingehen mit Kubernetes, meinetwegen auch mit Docker Compose. Das wollt ihr aber nicht in Richtung Produktivumgebungen machen, sondern das ist vielleicht für lokale Tests ganz okay noch, das Ganze dann entsprechend zu starten, extern zu konfigurieren und dann laufen zu lassen. Ja? Und ein Wort noch zu Docker Compose, versteht mich bitte nicht falsch, ich selber arbeite auch mit Docker Compose, aber eigentlich brauchen wir, wenn wir einen Minikube zum Beispiel benutzen, normalerweise noch nicht mal mehr zwingend Docker Compose laufen zu lassen. Weil, wenn wir Kubernetes irgendwo haben, können wir ab unserem lokalen Rechner bis hin wirklich zur Produktion alles mit Containern, Kubernetesen, Pods, Deployments, Ingresses und Services machen. Und in einem Real-Life-Environment werdet ihr noch nicht mal mehr zwei fundamental unterschiedliche Konfigurationsdateien haben, wie ich jetzt. Die waren ja noch nicht mehr fundamental unterschiedlich, sondern ihr werdet nur eine einzige haben und habt dann eure Environmental-Parameters nochmal ausgelagert aus der Datei. Das geht nämlich auch. Also nicht fest rein verdrahtet, sondern eben als Config-Maps nochmal externalisiert und referenziert ihn nur. Und dann müsst ihr nur noch mini-kleine Änderungen am Deployment vornehmen. Das ist im Grunde das, wo wir hinwollen. Und das ist im Grunde das, wo es anfängt, dann auch sich, also wo es anfängt, Sinn zu ergeben, sich diese Arbeit zu geben. Macht die Dinger konfigurierbar und dann sind auch Menschen im Betriebsumfeld plötzlich glücklich und zufrieden. Also erlaubt mir noch, bevor ihr mich jetzt gleich hier zerpflückt und mich mit Fragen durch die Gegend jagt, erlaubt mir noch einen ganz kurzen werblichen Einwurf. Wenn ihr Lust habt, was aus eurem Leben zu machen, Claudike sucht auch Leute. Max hat es ja vorhin schön gemacht, ich mache es jetzt am Ende. Wir haben eine Webseite, wir haben Positionen ausgeschrieben, Architekten und Engineers, be our guest. Wir freuen uns auf euch. So, aber das war jetzt auch der Rest, oder das war jetzt auch das Ende meiner Präsentation. Bin fertig.